Hallo ihr da draußen am Bildschirm, ich bin die Caro, meine Mädels hier, das ist die Desi, die Anna und die Saskia. Wir zeigen euch jetzt unseren Dancehall-Song. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Eure Beine sind geschlossen. Ihr schwingt den Arm nach oben, den anderen hinterher, nochmal wechseln, tak, und nochmal hoch. Das macht ihr viermal. Ja? Wichtig, wirklich nach oben schwingen. Dabei dreht ihr die Brust schön mit raus oder drückt sie mit raus. Ihr geht mit dem entgegengesetzten Fuß vor und öffnet auch ein bisschen die Knie dabei. Am besten funktioniert das, wenn ihr auf Zehenspitze geht. Genau, das macht ihr viermal. Wenn ihr angekommen seid, schwingt ihr den Arm, der gerade hängt, über die andere Seite, geht schön tief. Na, Ladies, umso tiefer, desto knackiger der Po. Das wollen wir. Ha. So, ihr seht, meine Knie sind auswärts. Jetzt stellt euch vor, ihr wollt etwas ausdrücken und dreht die Ferse dreimal raus. Dadurch kommt der Po hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ja, das darf wehtun. So, von hier kreisen wir jetzt mit dem anderen Bein nach vorne, beziehungsweise die Hüfte kreist und gehen einen Schritt. Der Po kreist nach vorne und das zweite Mal gehen wir tief. Und nochmal hoch und nochmal tief. Wenn ihr euch mit der anderen Richtung wohler fühlt, könnt ihr die auch nehmen. Dazu kommen die Arme. Wenn wir hochkommen, gehen die Arme an den Kopf. Dann gehen sie runter, Kopf und wieder runter. Auch hier, umso tiefer, desto besser. Ne? Viele denken, Dancehall ist einfach nur Arschwackeln. Vergesst es, es ist richtig Arbeit. Ich sage immer, Popo wackeln mit Stil. Von hier geht der Po raus, raus, raus. Das funktioniert noch besser, wenn ihr eure Schultern mitnehmt. Denkt, Schulterblätter knutschen sich einmal. Dabei gehen wir leicht nach vorne, zurück und vorne und haltet die Musik ein. Digi, digi, ding. Und da könnt ihr den Popo einfach hochwackeln. Digi, digi, ding. Eure Arme sind da frei. Wenn ihr hier angekommen seid, gehen wir wieder tief. Wir haben vier Schritte von dem vorderen Fuß nach hinten. Eins, zwei, drei, vier. Ihr seht schon bei uns, dass wir schön die Knie rausnehmen und den Oberkörper nach vorne fallen lassen. Meine Hände sind bei dem ersten Mal auf meiner Hüfte oder in dieser, wie sagt man so schön, Leistenfalte. Ja, ihr geht tief, geht raus, 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 raus. Wichtig, immer ganz selbstbewusst gucken, dann kann alles nur noch gut gehen. Beim zweiten Mal gehen wir dem linken Fuß oder den anderen Fuß zurück und die Arme kommen hoch, runter, hoch, runter. Ja, acht darauf, dass ihr wirklich Handflächen zeigt, hochschwingt, immer schön mit dem Brustkorb, ta, ta. Mädels, alles klar? Gut. Von hier gehen wir in den sogenannten Running Man. Ich zeige ihn einmal von der Seite. Ihr schwingt das Bein hoch und springt auf das geschwungene Bein rauf. Somit ist das andere hinten, wechseln und rauf. Stellt euch vor, ihr werdet auseinandergezogen. Dabei kommt der entgegengesetzte Arm hoch. Wir machen das Ganze nach vorne. Wir sind hier angekommen. Das rechte Bein holt Schwung, hoppala, ohne umzufallen. Ihr geht hoch, nochmal mit links, einmal mit rechts und wechseln. Das hintere Bein schwingt ihr jetzt hoch, zeigt ein bisschen eure Popobacke, nicht umfallen, geht tief. Wichtig beim Tiefgehen, versucht die Füße zuzuhaben und mit eurem Popo auf euren Fersen zu landen, das ist knieschonender. Ha, dann kommt ihr hochgesprungen, hey. Und noch das letzte, digge, digge, ding, habt ihr Füße wie ihr wollt, digge, digge, ding, digge, digge, ding. So, und das war's auch schon mit der Erklärung, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. So, jetzt habt ihr uns tanzen sehen, aber wenn ihr das alles nochmal sehen wollt, dann einmal dort anklicken, da seht ihr den ganzen Tanz nochmal etwas tiefer, meine Damen und Herren. Seht ihr nochmal die einzelnen Schritte erklärt und ganz unten, wenn ihr genug von uns habt, dann klickt ihr weiter zu LA Gangster Style. Viel Spaß. LA Gangster Style.